So, schwache Thermik halte. Na, gucke. Auf jeden Fall mal bremsen, ne? Langsam machen und beobachten. Hier draußen muss es vielleicht irgendwo ein bisschen gehen. Ein bisschen freigeben, jetzt sind wir normaler drin. Jetzt stellt der Schirm sich auf. Langsam mal antaste, fühle. Gucken wir mal, ob wir links rum gehen. Okay, auf geringste Sinke gehen, halte. Jetzt fliegen wir raus, gehen wir links rum, gucken wir, ob wir noch mal reinkommen. Da kommt's. Okay, ein bisschen freigeben. Okay, ah, so richtig zieht es halt nicht durch. Jetzt sind wir wieder voll draußen, Sinke. Okay, da ist's. Okay, auf Gas. Okay, stoppe, halte, Kurs halte. Okay, jetzt wird es wieder schwächer, gehen wir wieder links rum. Gucken, ob wir das halten können. Da ist es wieder. Rechte Außenbremse dazu. Ja, nicht so richtig hier. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter draußen, ob es da eher steht. Da ist es, okay. Jetzt gehen wir mal rechts rum. Innenbremse halte, über Außenbremse Kurve, da kommt es wieder. Jawohl. Okay. Aber also in Summe bringt es halt nichts. Ne? Verzögert nur. Aber jetzt kommt die Sonne. Mal gucken, ob das bisschen schon reicht heute. Uns hier hoch zu katapultieren. Hinter der Hang steht schon komplett in der Sonne. Es könnte jetzt gut sein, wenn der Westwind südwestlich da reinkommt, dass es da über den Wald ablöst. Schau oben, 1,1 haben wir jetzt gerade gehabt. Jawohl. Kurs halte, solange es piepst, wenn es in die Richtung steigt. Jetzt wird es schwächer, jetzt gehen wir wieder rechts rum. Gucke, dass wir wieder reinkommen, wenn es steigen. Jetzt kommt es wieder, Freigabe. Ist das nicke Rolle. Wieder langsam machen. Wieder Außenbremse freigeben, Innenbremse halte. Gewicht mal nach außen, Innenbremse halte. Mit Gewicht außen. Halte mal den Schirm flacher. Und gucken wir mal, ob wir das hier durchzentrieren können. Okay, jetzt ist Steige wieder weg, wieder einmal rum, rechts rum. Das heißt Außenbremse freigeben. Da kommt es wieder, Außenbremse dazu. Jawohl. So, ja, da schaukelt es ein bisschen, aber ja, das ist ganz eng. Mit der Innenbremse ein bisschen nachziehen. Da kommt es wieder. Halten. Okay, halten. Halten. Innenbremse schön halten. Jawohl, und einfach hier aktiv liegen mit der Außenbremse, wird wieder schwächer und wieder rechts rum. Da kommt es wieder, Innenbremse, Außenbremse dazu. Innenbremse halte ich schön konstant, mit der Außenbremse aktiv liegen. Okay, freigeben, steige weg, scharf rum. Da kommt es wieder, Außenbremse dazu. Aktiv liegen mit der Außenbremse. Gewicht auf der Außenflügel bei so schwachem Steigen, dann dreht der Schirm viel flacher. Jawohl. Halten, okay. Steigen wieder weg. Außenbremse frei, dann dreht er schneller. Innenbremse halte, da kommt es wieder. Jawohl, also 50 Meter dürfte man gemacht haben. Schöner Kreis. Mit der Außenbremse schön aktiv fliegen. Okay, mal gucken, jetzt ist die Sonne ja wieder da verschwunden. 6,60, beobachten wir mal. Ja, das sind diese unterschätzten Tage. Fast keine Sonne und trotzdem steigt sie ja mit einem halben Meter weg. 6,66. Ja, 1,0, 1,3, 1,5, jawohl.
Jawohl. Hier sieht man schön Kaminraucher, Wind 0 am Boden. Stadtplatz zeigt West an. Okay, wieder weg. Da ist sie da. Und die Innenbremse halte ich die ganze Zeit konstant, da mache ich eigentlich fast gar nichts. Da stelle ich einmal ein, je nachdem wie bewegt das ist, aber das sind jetzt hier schön statische Bedingungen. Da haben wir es. Jawohl, in die Richtung bauen wir aus. Okay, jetzt ist wieder, da sind wir wieder durch Steige durchgeflogen. 703. Jawohl, der Basis ist jetzt, dürfte vielleicht bei, ja, dahinter jetzt 800, 900, aber da wo wir jetzt drehen, da dürfte schon auf 1200 sein, ne? 1,4 integriert steigen. Jetzt gucken wir mal, der Westwind versetzt uns da näher zum Hang hin, dass wir wieder mehr Richtung links rausbau. Richtung Aachen ausbau. Okay, passt. /725. Jetzt haben wir es hier konkret zentriert, Startplatzniveau erreicht. Na, der Nullpunkt stimmt scheinbar nicht. Okay. Ja, einfach super. Ah, schon geil, gell? Aachen da teilweise in der Sonne, aber jetzt müssen wir aufpassen, jetzt haben wir das Steige irgendwie verloren. Geben wir die Innenbremse frei. Gucken wir mal, ob wir es wieder finden. Da ist es wieder. Okay. Nur wieder langsam, aha. Mit der Innenbremse auf Kurs, auf Einstellwinkel, Gewicht auf der Außenflügel, ein bisschen was verloren, jetzt sind wir bei 27 wieder. Okay, da ist es wieder. Jetzt 1,9 integriert. Wenn wir jetzt so rausgucken, ja, nicht ganz voll Untergrenze haben wir jetzt gleich. Einmal ein Stück Wolke einfangen und mit runternehmen. Bring's mit. Kurz vor 11. Was willst du sagen? Okay, jetzt haben wir es wieder verloren. Gucken wir, dass wir rumkommen. Und der Suchkreis, wo es ist. Da ist es. Außenbremse dazu. Mit der Außenbremse fliegen wir die ganze Zeit aktiv. Hinten sieht man auch schön, wie es hinter am Berg wegsteigt. Ja. Außenbremse frei wieder, dass er rotiert, Suchkreis, weil er Skier machen lassen, der findet das Steige. Da ist es, als mit der Zähleine ein bisschen nachkorrigiert, aber jetzt Außenbremse quasi, Kreis gerade fliegen. Bis das Steige schwächer wird, geht's, wird es schwächer.
Naja, und es ist mehr eher so ein Gefühl, als das Vario wäre. Das Vario bestätigt eigentlich immer erst das Gefühl. Da ist es wieder. Jawohl. Und jetzt kommen 799. Können wir doch so nicht stehen lassen. Auf! 99! Minus, nein! Okay, Außenbremse auf, 98, 99 wieder. Ja, da ist Steiger. 800, jawohl. Ja, das sind halt die Zahlen. Aber da sieht man jetzt, da hat man schon die Untergrenze von der Bahn. Oh, jetzt merken wir auch hier. Da ist jetzt die Untergrenze von der Wolke, na, Luftraum G. Dürfen wir bis an die Wolke ran. Und jetzt sieht man auch, da wo man jetzt steigt, das kann man jetzt schön sehen, ist die Wolke nach innen eingedellt. Ne? Man sieht, vor uns ist quasi tiefer, ringsrum ist überall tiefer. Nur da wo wir jetzt fliegen, ist es ein bisschen höher noch. Beobachte mal der Schirm. Wenn er verschwindet, müssen wir wegfliegen. Aber da ist ein Luftloch. Da wird es heller, fliegen wir mal ein bisschen in die Richtung. 825. Und typischerweise wird dann an der Wolke aus Steige immer stärker. Ne? Jawohl. Aha, guck dir das an. Herrlich. Herrlich! Okay, jetzt haben wir das Steige verloren. Aber weg kann es nicht sein. Da ist es wieder. Die Innenbremse bei solchen Bedingungen muss die eigentlich nicht aktiv mitfliegen. Okay, jetzt wird's drüben. Und da ist die Sonne. Guck das an. Oh, ist das geil. Da ist sie. Sie ist immer da. Jawohl, Basis 8:35. Ich bin vorhin ein bisschen eingeschätzt mit der Basis. Jetzt gucken wir mal neutral. 11 Uhr haben wir. Und es steigt. Ah, ist das geil. Und unten nicht einmal richtig Sonne gesehen, gell? Komm, jetzt fliegen wir an der Wolke mal da runter auf dem Grad. Und gucken mal bei der Laufer. Nein. Oder mal gucken, ob wir das schaffen. Wir bleiben auf der Bremse, solange wir. Schön Linienflug. Nehmen wir mit. Das Steigen. Okay, jetzt geht's weg, das Steigen. Auch typischerweise, ne? Außer Raum von dem Steiger haben wir ja irgendwo sinken. Ne? Fliegen wir mal an der Wolke ran vor, dass wir da sicher sind. Jetzt sind wir unter der Wolke raus, können wir mal wieder eindrehen nochmal. Und das steige ich hier mitnehmen. Okay, Alt-Thermik ausgedreht bis hierhin, das Video soll wohl passen. Adios!